In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich habe gerade meine HelloFresh-Box bekommen. Ich zeige euch mal wieder, was drin ist. Und zwar gibt es diese Woche Hello Bulgogi, koreanisches Rindfleisch mit gedämpftem Gemüse und Jasminreis. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Dann Hähnchenstreifen in cremiger Poree-Soße auf grüner Spinat-Tagliette. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Und einmal cremig-würzige Kokossuppe mit Kidneybohnen und selbstgemachten Tortilla-Chips. Da bin ich mal gespannt. Und das sieht so aus. Ich zeige euch mal kurz den Inhalt. Das ist die erste Tüte. Das ist von der Kokossuppe. Dann haben wir hier die Poree. Und hier haben wir die kalten Sachen. Was ist hier drin? Ach, krass, die sind aus dem Kühlschrank. Ich kenne die nur aus der normalen Verpackung. So. Meine Deutschkenntnisse wieder, ne? Und hier ist halt der rote Schild. Ach so, das ist nur von einem Rezept. Und hier haben wir Hähnchenbrustfilet. Was haben wir hier noch drinnen? Gar nichts mehr, oder was? Doch. Moment. Und Rinderkeulenstreifen. Die sind auch schon fertig geschnitten. Das war's auch. Ich werde auf jeden Fall gleich zusammen mit euch ein Rezept davon kochen. Ich weiß nur noch nicht, welches. Das entscheiden wir dann aber gleich zusammen. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me das Endergebnis aus. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe eben probiert, es schmeckt sehr, sehr gut. Und hier sieht man die Tortilla-Brötchen. Die sind natürlich etwas härter jetzt. Ich bin aber echt gespannt. Der Code gilt übrigens immer noch. Hello Familie Said 30. Da könnt ihr zweimal 15 Euro sparen, also insgesamt 30 Euro. Auch jeweils eine Box, aber nur Neukunden. Ja. Genau. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unten reinschreiben, dann beantworte ich euch die. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mit meinem Code bestellt, dass ihr unten reinschreibt, wie euch die Gerichte gefallen haben und ob ihr die immer wieder kochen würdet, was ihr mit den Rezepten macht, ob ihr die aufbewahrt. Ich bewahre die zum Beispiel auf. Ich habe hier noch die ganzen anderen HelloFresh-Rezepte.
hoch. Jetzt ist eins runtergefallen. Genau. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know. Wir zeigen euch kurz mal den Einkauf mit Lina zusammen. So, den war ich. Ja, wir haben einmal Kinderpinguin gekauft. Dann einmal Letter. Ich weiß, ich zeige euch momentan nur den Einkauf, aber ihr wisst, die letzten Tage waren wir krank. Lina ist wieder krank. Sie hatte gestern Nacht Fieber. Mozzarella. Einmal Blumenkohl. Ja, und ihr wisst, Familie geht immer vor. Dann haben wir Milchschnitte. Was noch? Was ist das? Geflügelfleischwurst für Lina. Ja. Einmal Jägermeister. Dann haben wir einmal Mais. Du magst Mais, ne? Ja? Dann hat Papa sich zwei Deos gekauft. So. So, Deos. Ja. Papa, Deos. Dann einmal Toastbrot. Einmal Erdbeeren. Wir haben nicht viel gekauft. Wir wollten eigentlich zum Kinderarzt, aber der hatte zu. Ja, Pech gehabt. Der Arzt ist wohl krank und deswegen haben wir zweimal Penne mitgenommen. Das war's auch, ne? Nee. Schlagsahne, dann hat sie auch dann noch ein paar Getränke mitgenommen und 10 Eier. Das war's auch. Was willst du? Mais? Den Mais haben wir noch im Kühlschrank. Ja, ihr Lieben, heute gehen wir sehr wahrscheinlich zu meiner Mama, weil Lina ist, wie gesagt, krank und falls sie wieder Fieber bekommen sollte, klar, ich habe Zäpfchen und so da, aber falls es schlimmer wird, will ich das nicht riskieren und dachte mir, dann schlafe ich heute bei ihr und wie gesagt, falls es schlimmer wird, dann fahren wir ins Krankenhaus. So, willst du jetzt Mais essen? Nein. Gimme Jen. Nein. Okay. Ich räume jetzt die letzten Sachen noch mit Lina auf hier. Genau. Und ich hoffe, sie schläft gleich, weil ich wollte zwei, drei Videos drehen. Und zwar die Videos, wo ich eure Geschichten vorlese. Das kam eigentlich ganz gut an. Ihr habt auch schön diskutiert darunter unter dem Video, unter dem letzten jetzt. Das gefällt mir sehr, weil dann sieht man halt die Ansichten von anderen. Und ja, ich finde sowas total gut. Ansonsten, ja. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, weil ich das Video löschen musste, wo wir das, wo ich das schon mal gezeigt habe. Ich glaube, es ist gelöscht. Ich habe sehr viele Videos in letzter Zeit gelöscht. Ich will einfach nur noch die guten Videos behalten und nicht mehr die mit schlechter Qualität.
Nein, heute raus, heute ist Samstag, weil meine Mutter ist noch ein bisschen krank und sie meinte, dann geht heute raus, damit ich mich morgen noch ausruhen kann. Oh, sorry. Ja, ich gehe jetzt zu ihm und dann mal schauen, was wir machen. Ich freue mich schon, wir haben seit 2 Wochen nichts gemacht, weil wir krank waren. So, da bist du ja. Ja, wir waren gerade was trinken mit Albert und fahren jetzt zu Lina. Lina ist immer noch krank. Wir wollten gestern zum Arzt, aber der Arzt war auch krank. Deswegen konnten wir nicht dahin. Wenn es aber nicht besser wird, müssen wir Montag dahin. Ne? Und ich glaube, wir dürfen das Wort Shisha nicht mehr auf YouTube benutzen. Genau, also als Titel. Weil das verboten ist. Es gibt neue Rechtslinien. Weil das halt gesundheitsschädlich ist und wir wollen keinen dazu animieren. Deswegen machen wir das nicht mehr. Also natürlich, wir rauchen unsere Shish-Weite. Shish. Aber dann zeigen wir nicht mehr auf YouTube. Genau. Damit ihr Bescheid wisst. Und diese alten Videos über Shisha. Es haben sehr viele gefragt, wo die alten Videos sind. Die mussten wir leider, also ich habe die komplett gelöscht. Ich habe auch vorne das Intro gelöscht, wo der das raucht, weil ich glaube, das darf man nicht mehr zeigen. Ich bin mir auch nicht komplett sicher, aber lieber so als... Also man darf, aber wir wollen nicht ein schlechter Vorbild sein für diese jugendliche... Klar, es gibt noch solche Videos auf YouTube, aber wir dachten uns, komm, schneiden wir. Also auch wenn wir das nicht machen, es gibt ja andere Leute, die das tun. Deswegen, wir wollen das nicht mehr machen. Also, ihr könnt woanders gucken, aber bei uns solche Videos ab jetzt seht ihr nicht mehr. Auf Instagram und so zeigen wir das weiterhin, aber nicht mehr auf YouTube. Genau. Ja, wir wollen kein schlechtes Vorbild sein. Jetzt werden sich denken, fällt euch das erst jetzt ein? Ja. Und zwar... Warum? Wieso? Es hat einfach eigene Gründe. Deswegen wollen wir das nicht machen. Genau. Damit wir das jetzt hier so darstellen. Also Punkt bitte und keine Frage stellen, ja? Danke. Also ja. Oh, das Wetter ist so scheiße, ne? Ist okay, heute geht's. So. Ab morgen soll es 11 Grad werden. Mal schauen. Ich bin froh auf wieder auf Sommer, ja. Bisschen grillen, rausgehen. Bei dem Wetter kannst du auch nichts mit dem Kind unternehmen, weil die Kinder so schnell krank werden. Und Lina ist immer noch so krank. Also die ist ein paar Tage gesund und danach wird sie auf einmal wieder krank. Voll schlimm. Vorgestern hatte sie Fieber. Naja, ich hoffe, sie wird bald wieder gesund. Ja. Morgen machen wir auch was mit ihr. Ich glaube, wir gehen jetzt zum Spielplatz, ne? Ich glaube auch. Wenn das weil man kann nichts anderes machen an einem Sonntag, weil es ist geschlossen. Und diese Indoor-Spielplätze, die sehen alle, also 95%, die sehen alle wieder, die haben alle immer wieder gleiche Spiele. Aber du hast keinen Bock mehr irgendwann. Aber Lina hat halt voll Spaß. Ja. Aber ist voll schlecht geworden. Warum? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war zu schnell dabei. Ja, oder weil ich nichts gegessen habe. Ja. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues, wie immer. Das Leben ist einfach langweilig geworden. Yes. Allah, ya Baba, Islam alaik, ya Baba. Allah, Allah, ya Baba, Islam alaik. Allah, Allah. Ja, Baba, Salam alaik, ja, Baba, Sidi Mansur, ja, Baba.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt auch da. Wir melden uns dann einfach, wenn wir zu Hause sind. Ups. Also, bis gleich. Ich bearbeite jetzt das Video und stelle es auch direkt hoch. Lade es direkt hoch. Damit das morgen online ist, pünktlich. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss.